Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 5, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen für ein Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes und weiterer Vorschriften an die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zusammen mit dem Änderungsantrag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache 20/2984 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 7 den dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten Schule und Corona verlässlich kommunizieren, Schulen unterstützen mit der Drucksache 20/2985. Für die Berichterstattung hat jetzt der Abgeordnete Schwarz von der CDU das Wort, der dann auch gleich da bleiben kann, weil er die erste Wortmeldung abgegeben hat. Hochverehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und sehr geehrte Kollegen, der Kulturpolitischer Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 20/2848 und damit in der Auslage entwickelten Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Das empfehlen die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD und bei Stimmenthaltung der SPD, der Freien Demokraten und die Linke. Das war schon mal unfallfrei. Ne? Vielen Dank. Ich muss noch mal gerade aktualisieren, weil ich noch auf einem alten Stand war. Natürlich kommt dazu auch noch der Tagesordnungspunkt 8, der dringliche Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Die Linke mit der Drucksache 20/2989. Chancengleicher Start ins neue Schuljahr mit klarer Perspektive und höchstmöglicher Verbindlichkeit für Schulen und Familien. Und jetzt hat der Abgeordnete Schwarz von der CDU-Fraktion das Wort. Den 7 hatte ich eben schon aufgerufen. Verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, dann beraten wir das alles so gemeinsam. Allem voran möchte ich aber zunächst einmal großen Dank aussprechen, großen Dank für wirklich sehr konstruktive Beratungen, auch am Brückentag nach Fronleichnam in einer ausführlichen Sitzung, als wir die 16 schriftlichen Stellungnahmen ausgewertet haben. Alle haben erkannt, es geht um was? Alle haben erkannt, dieses Gesetz ist eilbedürftig, weil rückwirkend seit dem 27.04. dann auch gültig, wenn wir es heute so beschließen, aber natürlich aufgrund der Dinge, die es zu regeln gilt. Wir haben nach wie vor eine pandemische Situation in Hessen, in Deutschland und in der Welt. Und deswegen müssen wir handeln. Und das hat die Hessische Landesregierung und die regierungstragenden Fraktionen immer und insbesondere im Schulbereich gut getan und ist sehr erfolgreich. Und heute wollen wir einen weiteren Baustein dazu abliefern, meine Damen und Herren. Es ist ein hohes Maß an Einigkeit. Und da könnte ich zitieren aus verschiedenen schriftlichen Stellungnahmen, dass die wesentlichen Öffnungsklauseln notwendig sind, jawohl notwendig sind, und insgesamt die Änderungen auch sinnvoll. Und das kam, wenn man die einen oder anderen Wortbeiträge in den Ausschusssitzungen beiseite lässt oder auch in der ersten oder zweiten Lesung bei vielen Rednerinnen und Rednern auch hier zum Ausdruck. Die schriftliche Anhörung hat uns eine ganze Reihe von sehr hilfreichen Hinweisen gegeben, die auch in den zweiten Änderungsantrag, der heute hier mit eingearbeitet ist, so entsprechend beraten und heute beschlossen werden kann. Worum geht es eigentlich im Konkreten? Wir haben hier ein zeitlich befristetes Gesetz, zeitlich befristet bis zum 31. März. Eine Ausnahmeregelung werde ich gleich noch darlegen. Und es geht nicht darum, das Schulgesetz komplett neu zu schreiben. Es geht nicht darum, alles außer Kraft zu setzen, was bisher in einem umfangreichen Schulgesetz geregelt war, sondern es geht darum, Abweichungen zu ermöglichen und nicht Abweichungen zu erzwingen. Es geht ausschließlich darum, so zu flexibilisieren, dass die Notwendigkeiten, wie beispielsweise auch die rechtzeitige Zeugnisausgabe oder Online-Konferenzen, entsprechend nötig und möglich sind. Es darf den Schülern, und da sind sich, glaube ich, alle in diesem Haus, kein Corona-Malus entstehen.
in irgendeiner Form und Weise. Deswegen danke ich auch an dieser Stelle für die Einigkeit bei den allermeisten hinsichtlich der Notwendigkeit der entsprechenden Maßnahmen, die ich jetzt noch vorstellen werde, meine Damen und Herren. Im Wesentlichen reden wir von fünf Regelungskreisen, die wir jetzt in dem zweiten Änderungsantrag noch in Angriff nehmen. Das ist erstens die Fragestellung der Querversetzung. Bin ich sehr dankbar, dass der VBE diesen Hinweis gegeben hat. Üblicherweise ist bei den Realschulen und bei den Gymnasien die Querversetzung nur nach 5. oder 6. Klasse möglich. Jetzt auch, wenn entsprechende Rahmenbedingungen und Voraussetzungen gegeben sind, nach am Ende der 7. Klasse. Das begrüßen wir ausdrücklich. Das ist eingearbeitet. Der Hessische Landkreistag, der hat den Hinweis gegeben, dass schulische Gremien auch über Umlaufverfahren Entscheidungen treffen können, es sei denn, es ist die Rede von einer geheimen Abstimmung. Dann hat die GEW darauf hingewiesen, auch das ist sehr sinnvoll, dass Wiederholungsprüfungen in Ausbildungsstufen, insbesondere in der ersten Ausbildungsklasse, im Bereich der zweijährigen Berufsfachschulen, im Bereich der zweijährigen höheren Berufsfachschulen, aber auch in den mehrjährigen Berufsfachschulen, das sind die Assistenzberufe, vorgenommen werden können. Ich betone freiwillige Wiederholung der entsprechenden Jahrgangsstufe. Das macht wirklich Sinn. Und die Arbeitsgemeinschaft der Direktoren an den beruflichen Schulen hat den Hinweis gegeben, dass die Befristung, die ich eben gerade schon mal skizziert habe, Stichwort 31. März 2021, im Bereich der gymnasialen Oberstufen, Herr Kollege Promny, nicht wirklich Sinn ergibt. Denn die OAVO, also Abitur für 2021, würde dementsprechend dazu führen, dass die schriftlichen Prüfungen, die im März geplant sind, dann noch unter Corona-Gesetzgebung fallen würden. Das wollen wir nicht. Das ist nicht beabsichtigt. Fünfter und letzter Punkt, den wir eingearbeitet und berücksichtigt haben, ist die Frage der Ausbildung der Lehrer im Vorbereitungsdienst. Wir haben ja die Situation, dass logischerweise auch man sich üben muss in den Klassen. Wenn allerdings keine Klasse da ist, ist es schwierig, eine Lehrprobe durchzuführen. Deswegen haben wir gesagt, auch unter der Voraussetzung, dass eine Klasse vorhanden ist, aber die Lehrerin oder Lehrer im Vorbereitungsdienst zur Risikogruppe gehören, kann auch hier eine entsprechende Prüfung nach Sonderregelungen, ich will es mal so beschreiben, nach Corona-Modus durchgeführt werden. Alles kluge und richtige Entscheidungen, die wir heute treffen werden. Herr Abgeordneter Schwarz, Sie müssen mit Ihrer klugen Rede zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, ich komme sofort zum Ende. Auf die vielen Punkte der Änderungsanträge oder der Beratungsanträge, dringliche Anträge, sind es ja SPD, Linke und FDP, kann ich jetzt leider nicht eingehen. Unterm Strich, Hessen hat hier einen wirklich großen Schritt gemacht, was auch die Digitalisierung betrifft, und beschleunigt die Dinge, die wir uns vorgenommen haben mit einer maßgeblichen Digitalisierungsoffensive. Das haben wir bereits auf den Weg gebracht. Wir wissen, wie zwingend und dringend erforderlich das auch für die zukünftige Arbeit sein wird. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir heute in breiter Mehrheit dieses gute Gesetz auf den Weg bringen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schwarz. Für die AfD-Fraktion hat sich der Abgeordnete Scholz zu Wort gemeldet. Sehr verehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Wie sagt doch der Volksmund, aller guten Dinge sind drei. Die dritte und letzte Lesung zur vorliegenden Gesetzesnovellierung wird diese Regel der praktischen Vernunft jedoch nicht näherungsweise erfüllen. Warum? Die bemühten Nachbesserungsversuche zur Novellierung bewirkten eben keine Erhöhung ihres konzeptionellen Reifegrades. Den berechtigten Erwartungen der Lehrer, Schüler und Eltern trägt auch die Novellierung ihrer Novellierung nicht Rechnung.
Meine Damen und Herren, Planungssicherheit wird nicht dadurch erzeugt, dass einem Sammelsurium aus Ad-hoc-Maßnahmen rückwirkend ihre formal-juristische Legitimation verliehen wird. Tatsächlich wollen Sie Ihren Aktionismus in Form von Rechtsverordnungen gegenüber Kritik und juristische Anfechtungen immunisieren. Die hohe Gewichtung formal-legalistischer Aspekte mag Ihrem Anspruch als habilitierten Rechtswissenschaftler geschuldet sein, Herr Minister. Inhaltlich ist jedoch die vollumfängliche Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages unter den Bedingungen des Ausnahmezustandes anzustreben. Und hier liefern Sie nach wie vor nicht im erforderlichen Maße. Noch einmal zum Mitschreiben. Ohne einen wohldurchdachten, dynamischen Strukturrahmen für die mehrdimensionale Beschulung, auch und gerade im Ausnahmezustand, und dessen Integration in das Hessische Schulgesetz, werden Sie oder Ihr Nachfolger, Herr Staatsminister, für zukünftige ähnliche Situationen wieder nur unzureichend gerüstet sein. Das bedeutet konkret präzise Verfahrensregeln für das geordnete, schrittweise herunter- und anschließende Wiederhochfahren des Schulsystems sowie differenzierte Beschulungsangebote, welche dynamisch an den Ausprägungsgrad des Ausnahmezustandes angepasst werden können, sind von Ihrem Ressort zu entwickeln und rechtskonform umzusetzen. An dieser Stelle drängt sich Immanuel Kants berühmte Handlungsempfehlung förmlich auf. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie einem allgemeines Gesetz werde. Die Beantwortung der Frage, inwiefern Ihre Novellierung dieser Variante des kategorischen Imperativs genügt, überlasse ich Ihnen, Herr Kultusminister. Zumindest bei den Lehrkräften, Eltern und Elternvertretern hinterließ das Wirken Ihres Ministeriums während der letzten Monate nicht den Eindruck von souveräner und planmäßiger Aufgabenerfüllung. Dazu folgendes konkrete Beispiel. Das unsererseits wohlwollend als rational unterstellte Motiv für Ihre Entscheidung am 22. Juni und somit zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien ausschließlich die Grundschüler unter Aussetzung der Abstandsregeln in den Präsenzunterricht zurückzuführen, erschließt sich uns leider nicht. Diese Entscheidung erzeugt vielmehr den höchst problematischen Eindruck, dass unsere Grundschüler als Probanden in einem humanen Experiment vorgesehen sind, dessen Design allein das Kultusministerium gestaltete. So wäre es aus Ihrer Sicht spannend, so der Tenor eines Interviews mit der Frankfurter Rundschau. Ja, Sie haben recht. Experimente mit unkalkulierbarem Ausgang sind in der Tat spannend, Herr Kultusminister. Und für den Fall, dass Ihr groß angelegter Feldversuch nicht die in Ihnen gesetzten Erwartungen erfüllen sollte, wird er einfach abgebrochen. Seine Probanden werden die Ferien dann eben in irgendeiner Quarantänestation dieser Erde verbringen dürfen. Die Eltern werden es Ihnen danken. Herr Minister, unsere Schüler sind Menschen, wenn auch noch kleine. Jedoch sind sie keine Versuchskaninchen. Ja, was soll das jetzt? Denken Sie mal drüber nach. Entgegen Ihrer Begründung auf der Internetseite des Kultusministeriums, dass Kinder sich weniger anstecken würden, betont der Virologe Prof. Drosten, auf den Sie sich auch im KPA bezogen, unlängst, Kinder erkranken in Deutschland zwar weniger schwer, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass Kinder nicht genauso ansteckend wie Erwachsene sind. Frau Prof. Rehfüß von der LMU München dazu, wenn ein Kind infiziert ist, dann merkt man das oft gar nicht. Kinder können dann eine Infektion noch leichter in die Familien hineintragen oder eben auf andere Schulkinder übertragen. Auf der Internetseite Ihres Ministeriums lesen wir weiter, dass die derzeit gültigen Abstandsregelungen im Schulbetrieb für das Infektionsgeschehen keine entscheidende Rolle spielen. Wenn es an dem ist, warum öffnen wir nicht alle Schulen? Das können wir doch alle öffnen. Ja? So, und dann kommen wir auch schon zum Schluss. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Fraktion befürwortet ausdrücklich das Bestreben zu einem zeitnahen, stufenweisen und geordneten Übergang in den Normalzustand. Diese Form der Normalisierung bedarf jedoch zwingend eines dynamischen und mehrdimensionalen Beschulungskonzeptes, dessen Erstellung wir hiermit nochmals anmahnen. Der inhaltlich inadäquate Gesetzentwurf wird von meiner Fraktion abgelehnt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter Scholz. Als nächstes hat für die Freien Demokraten der Abgeordnete Bromny das Wort. Der ist jetzt ein bisschen überrascht, aber Sie haben ja den Änderungsantrag. Deswegen habe ich gedacht, ich ziehe Sie vor. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Anhörung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf hat es ja gezeigt. Ja, er ist mit heißer Nadel gestrickt worden. Und Kurzfristigkeit liegt im Wesen einer Pandemie. Kurzfristigkeit verlangt aber auch zugleich eine gewisse Gründlichkeit. Und dafür hat die Opposition ja glücklicherweise bei dem vorliegenden Gesetzentwurf gesorgt. Zum Glück, meine Damen und Herren, zum Glück. Es sind ja immerhin 16 Stellungnahmen eingegangen und vielfältige Hinweise wurden gegeben. Kollege Schwarz hat es ja angesprochen. Die Expertinnen und Experten aus der Praxis hinterfragten den Zeitpunkt der Befristung des Gesetzes und kritisierten unter anderem natürlich auch das Aussetzen der Praktika. Sie wiesen aber auch, und das hatte ich in der letzten Plenardebatte auch deutlich gemacht, sie wiesen auch auf die Widersprüche zwischen den einzelnen Artikeln hin. Und die Expertinnen und Experten stellten darüber hinaus auch weitergehende Fragen. Ich will mal ein paar beispielhaft hier nennen. Handelt es sich bei der unterrichtsersetzenden Lernsituation um Unterricht? Sind Schülerinnen und Schüler an einer Teilnahme verpflichtet? Sind Eltern in der Pflicht, dass ihre Kinder an der unterrichtsersetzenden Lernsituation auch teilnehmen? Wie wird nach den Ferien mit der Bewertung von Leistungen aus der unterrichtsersetzenden Lernsituation verfahren? Und was genau, meine Damen und Herren, ist eigentlich diese Präsenzpflicht, von der der Kultusminister bei der letzten Pressekonferenz sprach? All das sind wichtige Fragen, meine Damen und Herren. Und diese Fragen stellt unter anderem der Elternbund. Denn den Eltern ist klar, dass es eine Zeit nach den Sommerferien geben wird und dass diese Zeit nach den Sommerferien keine Zeit nach Corona sein wird. Beim Kultusminister scheint sich ja zumindest langsam das Bewusstsein dafür auch zu ändern, weil zumindest mal er davon ausgeht, dass es Antworten geben muss. Aber die Fragen hat er bislang noch nicht beantwortet. Meine Damen und Herren, eins zeigen diese Rückmeldungen zu dem Gesetzentwurf jedenfalls ganz eindeutig. Die Schulleitung, die Lehrkräfte und die Eltern mussten lange genug improvisieren. Und es ist jetzt an der Zeit, rechtlich verlässliche Regelungen zu schaffen. Die GEW fordert dementsprechend in ihrer Stellungnahme einen ausformulierten schulrechtlichen Anspruch der Schülerinnen und Schüler auf ein angeleitetes und strukturiertes Lernen im häuslichen Kontext. Ich kann es auch anders ausdrücken, ein Konzept für digitales Lernen, meine Damen und Herren. Denn das wird nach den Sommerferien genauso wichtig sein wie davor. Und dann ist sehr spannend, jetzt die Antwort der GRÜNEN zu vernehmen. Wenn man dem Interview in der Frankfurter Rundschau vom Kollegen Wagner, aber auch vom Kollegen May Glauben schenken mag, vom Anfang des Monats, will man doch tatsächlich jetzt 10 Pilotschulen einrichten. 10. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Wagner, ich habe eine Neuigkeit für Sie. Wir leben ja nicht mehr in den 80er Jahren und mittlerweile wurden auch E-Mails schon mal empfangen. Digitalisierung ist nicht mehr neu und auch nicht unbekannt und sie muss auch nicht an Pilotschulen ausgetestet werden. Die Antwort, die Sie sich nun von der Gründung dieser Pilotschulen erwarten oder erhoffen, die sind doch schon seit Jahren bekannt, meine Damen und Herren. Sie sind hinlänglich bekannt. Und Ihre Vorschläge müssen für die Lehrkräfte in Hessen wie ein schlechter Scherz erscheinen. Seit Wochen arbeiten die Lehrkräfte digital unter denkbar schlechtesten Voraussetzungen. Und das Letzte, was solche Lehrkräfte jetzt brauchen können, sind 10 Pilotschulen, meine Damen und Herren. Sie brauchen Unterstützung, und zwar jetzt.
jetzt, meine Damen und Herren, mit Endgeräten, mit IT-Support und mit Lernplattformen. Und dafür haben wir einen vorliegenden Dringlichen Antrag eingebracht. Das sind unsere Schwerpunkte. Wir halten das für richtig, und das ist etwas, was den Schulen weiterhilft. Dazu kommt natürlich auch die Verankerung der digitalen Bildung im Hessischen Schulgesetz. Und auch hierzu liegt ein Gesetzentwurf von uns auf dem Tisch. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Der vorliegende Gesetzentwurf ist ein Anfang, ja, um die drängendsten Fragen des veränderten Schulalltags einigermaßen zu regeln. Aber beendet ist die Aufgabe, den Schulen einen rechtlich sicheren Rahmen zu geben und sie bei allem, was sie tun, bestmöglich zu unterstützen, damit noch lange nicht. Noch lange nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Bromny. Als Nächstes hat sich der Abg. Degen von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Allein die zwei vorliegenden Änderungsanträge der Regierungskoalition zeigen, dass diese Anhörung richtig war, meine Damen und Herren. Und ich will nur daran erinnern, es war ja schon so, dass die gar nicht gewollt war und dass wir die gemeinsam als Opposition erst einmal durchsetzen mussten. Und man hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, aber sie war richtig. Und das zeigen diese vielen Änderungen, die man doch sich eingestehen musste, die notwendig sind. Denn da ist es eben besser, sich Zeit zu nehmen. Das gilt übrigens auch für andere Themen, die wir heute diskutiert haben, sich Zeit zu nehmen, Dinge richtig zu machen, anstatt eben übereilt und überstürzt, meine Damen und Herren. Und wichtig war diese Anhörung auch, um Vertrauen wiederherzustellen. Vertrauen eben in alle Menschen, die mit Bildung zu tun haben, in den Schulen, in den Verbänden, die sich vom Parlament nicht ernst genommen gefühlt haben, wenn das hier durchgepeitscht worden wäre. Wir konnten damit Vertrauen wiederherstellen, meine Damen und Herren. Und ich bin in der Tat dankbar, dass ein Gesetzentwurf vorliegt. Denn es ist wichtig, Rechtssicherheit zu schaffen. Rechtssicherheit für die Schülerinnen und Schüler, auch für die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. Da, wo es um Prüfungen geht und eben einfach auch Perspektiven und Verlässlichkeit braucht für die Schülerinnen und Schüler, damit sie eben keine Nachteile erhalten durch den Unterrichtsausfall, durch die Einschränkungen der letzten Monate. Dementsprechend, dieser Schritt geht in die richtige Richtung, meine Damen und Herren. Wir finden es auch ausdrücklich richtig, dass eben das Sitzenbleiben in diesem Jahr nicht stattfindet. Es sei denn, Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern wollen, dass ein Schuljahr wiederholt wird, meine Damen und Herren. Auch das ist richtig. Was fehlt, ist ein Plan, wie all die Defizite, wie all der Unterrichtsausfall auch wirklich kompensiert werden soll im neuen Schuljahr. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und meine Damen und Herren, aber was nicht aufgenommen wurde, trotz der Anhörung, trotz zahlreicher Eingaben, ist eben, dass die Befristung mitten im Schuljahr nicht passend erscheint, auch wenn sie inzwischen erfreulicherweise für die Oberstufen-Abiturverordnung rausgenommen wurde. Es ist immer noch ein Problem, dass Praktika quasi nicht stattfinden dürfen bis zum Herbst. Das hat massiv Konsequenzen für die Berufsorientierung, genauso dass Arbeitsagenturen keinen Kontakt aufnehmen können. Die Schülerinnen und Schüler haben geschrieben, dass das Latinum so einfach nicht schlecht geregelt ist und doch zu Nachteilen führt. Und, meine Damen und Herren, es ist einfach viel zu viel eben nicht geregelt, wenn es ums neue Schuljahr geht. Und genau deswegen ist unsere Hauptkritik, dass Sie keinen Plan haben für den Beginn des neuen Schuljahres in 9,5 Wochen. Das ist nicht mehr lange hin, meine Damen und Herren. Rheinland-Pfalz hat längst einen Plan gemacht, hat ihn schon an die Schulen kommuniziert. Und Hessen hat gerade nach 3 Monaten Pandemie endlich eine Arbeitsgruppe einberufen, wo sich jetzt einmal vor einer Woche endlich Lehrkräfte und Betroffene getroffen haben, um einen Plan zu machen. Das ist ein bisschen spät, meine Damen und Herren. Schulen, Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern brauchen doch Verlässlichkeit und Perspektive, mit was sie rechnen können im neuen Schuljahr. Wir können hoffen, wir können beten, dass die Pandemie so weit zurückgegangen sein wird, dass die Infektionszahlen es möglich machen werden, dass wir einen normalen Schulbetrieb haben wollen. Jawohl, das dafür setzen wir uns ein, das wäre schön. Aber wir müssen noch einen Plan B haben, meine Damen und Herren, für den Fall, dass es eben wieder zu steigenden Infektionszahlen kommt.
Und da müssen wir gerade doch den Eltern eine Perspektive bieten, die, die seit Wochen zu Hause sind, die ihren Urlaub aufgebraucht haben und denen eben sagen, jawohl, dann muss zumindest klar sein, ihr habt eine Garantie auf schulische Notbetreuung, meine Damen und Herren. Das muss doch eine Mindestanforderung sein. Und genau das wollen wir mit unserem dringlichen Berichtsantrag, den wir mit den LINKEN gemeinsam auf den Weg gebracht haben, eben auf den Weg bringen. Und wir wollen damit eben Verlässlichkeit und Perspektiven bieten, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass endlich Schluss ist mit diesem Gewusel. Woche für Woche wird etwas anderes präsentiert. Die Schulen gehen in diese Richtung, dann heißt es, die nächste Woche geht in die andere Richtung. Meistens freitagsabends wird das dann verkündet. Und deswegen ist es an der Zeit, wirklich einen Dialog zu führen mit den Betroffenen, sie mitzunehmen und nicht immer über den Kopf aller hinweg hier einfach kurz vor Toresschluss als Last-Minute-Politik Dinge zu verkünden, meine Damen und Herren. Wir wollen deswegen die Garantie auf schulische Notbetreuung von Berufstätigen. Wir wollen aber auch, dass endlich klar wird, dass Fernunterricht, ich rede bewusst von Unterricht, dass der Standards haben muss, dass es klar sein muss, welche Wochenstunden müssen da sein, was können auch Lehrer sich dafür anrechnen. Es muss klar sein, wann was stattfindet und in welchem Umfang und nicht in einer riesen Bandbreite. Es gibt Schulen, die haben ganz viel gemacht in diesen Monaten, aber es gibt auch welche, die haben ganz wenig gemacht. Es darf, meine Damen und Herren, nicht davon abhängen, wo in Hessen ein Schüler wohnt, wo er zur Schule geht, welche Lehrkraft er hat, wie gut sein Unterricht ist und wie hoch seine Chancen sind, meine Damen und Herren. Deswegen Fernunterricht verbindlich regeln, E-Learning ausbauen als zweite Säule, Pandemie hin oder her. Wir müssen dafür sorgen, dass E-Learning, Digitalisierung künftig wirklich eine zweite Säule ist. Das sind kommunizierende Röhren, Präsenz und Fernunterricht. Wir haben dafür ein Modell mit AB-Wochen, die wir für sinnvoll halten, als in die Diskussion geworfen, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass wir hier eine ganze Reihe an Vorschlägen gemacht haben, bis hin zur digitalen Ausstattung von Schülern und Lehrkräften. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, Herr Kultusminister, bei all dem, was Sie die nächsten Wochen auf den Weg bringen, ich bitte Sie wirklich, dass Sie pädagogisch argumentieren, bildungspolitisch, auch damit, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich sein muss, aber bitte wirklich nicht damit, dass Sie es spannend finden, eben zwei Wochen vor Ferienbeginn hier einen Feldversuch zu starten. Ich kann das Interesse verstehen, aber ich glaube, auch hier braucht es mehr Planung, mehr Vorbereitung für eine vollständige Öffnung der Schulen und vor allem wirklich ein Gefühl, dass die Menschen geschätzt werden und nicht eben am Ende als Versuchskaninchen hier benutzt werden, meine Damen und Herren. Das ist meine Bitte für die nächsten Wochen. Wir haben einen Antrag eingebracht. Der Schluss müsste jetzt auch kommen. Wir haben einen Antrag eingebracht, um deutlich zu machen, worum es uns geht und was jetzt wichtig ist für in 9,5 Wochen für die Perspektive und Verlässlichkeit zum Schuljahresbeginn, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Abg. Degen. Als Nächstes hat sich die Abg. Kula von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich auch an dieser Stelle zunächst bei den Verbänden, bei den Eltern- und Schülervertretungen bedanken, die sehr kurzfristig zu dem sehr umfangreichen Gesetzentwurf Stellungnahmen abgegeben haben. Und das zeigt doch, wie wichtig und richtig es war, dass LINKE, SPD und FDP auf eine dritte Lesung und eine schriftliche Anhörung bestanden haben. Der Versuch der regierungstragenden Fraktionen, diesen umfangreichen Gesetzentwurf ohne jede Beteiligung von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern im Eilverfahren durch den Landtag zu bringen, ist dank der Opposition gescheitert. Einige wenige Anmerkungen aus der Anhörung wurden von den regierungstragenden Fraktionen nun aufgenommen. Viele weitere wurden aber eben nicht berücksichtigt. Vor allem die Befristung des Gesetzes bis zum 31.03. nächsten Jahres wurde von den Lehrer- und Schülerverbänden kritisiert. Ja, wie sollen denn die Schulen damit umgehen, wenn mitten im Schuljahr andere gesetzliche Grundlagen gelten sollen? Sie wollen nun diese Frist für gymnasiale Bildungsgänge auf das Ende des ersten Halbjahres verkürzen. Aber warum wird die Frist nicht für das gesamte Gesetz verkürzt? Auch für alle anderen Schulformen ist das ein Problem. Ein Kritikpunkt der Eltern- und Lehrerverbände ist die Möglichkeit, dass Gremien elektronisch und in reduzierter Form tagen und Beschlüsse in elektronischer Form ermöglicht werden sollen. Aber gerade jetzt, da sich Menschen wieder in Bars treffen können oder shoppen gehen können, da müssen doch demokratische Beteiligungsverfahren und Gremiensitzungen wieder möglich sein. Digitale Beschlüsse müssen immer unter einem Dringlichkeitsvorbehalt stehen, und Präsenzsitzungen sind immer zu bevorzugen. Unabhängig von diesem Gesetzentwurf gibt es seitens der Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte viele Fragen, wie es nach den Sommerferien eigentlich weitergehen soll.
Dass die Grundschulen schon 2 Wochen vor den Sommerferien komplett öffnen sollen, ist zwar für viele Eltern eine gute Sache, aber für Grundschulen eine wahnwitzig kurzfristige Entscheidung. Auf dem Rücken der Lehrkräfte wird jetzt ausgetestet, was nach den Sommerferien für alle gelten soll, und das ohne Konzept oder Unterstützung des Landes. Gerade die Lehrkräfte, denen Sie immer noch die Bezahlung nach A 13 verwehren, müssen das jetzt ausbaden. Sie bleiben bisher eine Antwort schuldig, wie das unter den aktuellen Bedingungen des Lehrkräftemangels an Grundschulen funktionieren soll. Mittlerweile hat der Kultusminister ja relativ vollmundig den Regelbetrieb der weiterführenden Schulen nach den Sommerferien angekündigt. Da die Landesregierung bisher keinerlei Konzept vorgelegt hat, haben wir gemeinsam mit der SPD-Fraktion einen Antrag eingebracht, der Mindeststandards formuliert. Wenn die Landesregierung nicht liefert, dann muss eben die Opposition ran. Wir fordern, den Präsenzunterricht so auszuweiten, dass benachteiligte Kinder und Jugendliche besonders berücksichtigt werden. Das sind nämlich diejenigen, die beim digitalen Fernunterricht hinten runterfallen. Die Landesregierung muss sicherstellen, dass alle Kinder und Jugendlichen gleiche Bildungschancen erhalten. Ihnen nur ein freiwilliges Sommercamp anzubieten, wird dieser Aufgabe schlichtweg nicht gerecht. Wir schlagen einige kurzfristige Maßnahmen vor, darunter ein Programm für Lernpatenschaften, die Wiederaufnahme der Schulsozialarbeit und die Einrichtung zusätzlicher Förderkurse. Bildungschancen dürfen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, aber auch nicht von dem Ort, an dem man wohnt. Der bauliche Zustand der Schulen ist mancherorts so desaströs, dass Hygienerichtlinien nur schwer eingehalten werden können. Hier darf sich die Landesregierung nicht länger aus der Verantwortung ziehen. Sie muss die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land darauf hinwirken, so wie es auch in der Landesverfassung von Hessen 2018 eben aufgenommen wurde. Auch wenn die Corona-Pandemie fast überwunden scheint, ein Zurück zu einer alten Normalität im Schulbetrieb darf es nicht geben. Stattdessen müssen wir jetzt die Weichen für eine Schule von morgen stellen. Eine Schule für alle, in der Lehrkräfte mit kleinen Lerngruppen arbeiten, in der die individuelle Förderung aller garantiert wird und in gut ausgestatteten Schulbauten unterrichtet wird. Eine Schule, in der sich alle wohlfühlen und inklusive Beschulung möglich ist, in der nicht für Prüfungen, sondern nachhaltig für das Leben gelernt und projektorientiertes Arbeiten und nicht den Frontalunterricht zum Regelfall wird. Diese Schule von morgen hat aber eine andere Politik zur Voraussetzung. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Wenn auch Sie Schritte in die richtige Richtung gehen wollen, von der Landesregierung sind diese leider nicht zu erwarten. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Kula. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Tiefenbach für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist mir zunächst ein Bedürfnis, die Metapher meines Redebeitrages von der zweiten Lesung noch einmal aufzugreifen und auf die Bemerkung von Frau Kula zu reagieren. Doch, Frau Kula, der Zug des hessischen Schulwesens ist elektrifiziert. Und noch wichtiger, es gibt vor allem viele Weichen, sodass unser Zug an vielen verschiedenen Stellen abbiegen kann. Was bedeutet diese Metapher jetzt realpolitisch? Sie bedeutet, dass wir mit diesem Gesetzespaket jetzt nicht starre Vorgaben machen, sondern rechtliche Möglichkeiten schaffen, damit Schulen auch in Corona-Zeiten handlungsfähig bleiben und eben flexibel auf die jeweilige Lage, die sich ja schließlich auch ändern kann, reagieren können und niemand einen persönlichen Nachteil aus dieser Krise haben soll. Kurze Zwischenbemerkung zur AfD, was ich mir eigentlich ersparen wollte. Aber ich bitte Sie darum, in Debatten hier keine Aufklärer wie Kant beispielsweise zu zitieren. Das passt nicht zu Ihrem oft menschenfeindlichen Zynismus, den Sie hier oft verdeckt, manchmal auch offen präsentieren. Vielen Dank. Insbesondere dann nicht, wenn wir über Bildungsfragen diskutieren. Was bedeuten jetzt diese Metaphern, die ich vorher zitiert habe, ganz konkret? Wir schaffen Möglichkeiten und Flexibilität, indem wir beispielsweise allen Schülern jetzt zunächst einmal die Versetzung ins nächste Schuljahr ermöglichen.
Verzicht auf Sitzenbleiben ist allerdings kein neuartiges pädagogisches Konzept, wie die AfD meint, sondern ein Zugeständnis an die Tatsache, dass dieses Schuljahr aufgrund der Corona-Krise oft keine Möglichkeit hergegeben hat, nicht ausreichende Notenbilder noch ausgleichen zu können. Wir weiten die digitalen Lernmöglichkeiten aus. Schülerinnen und Schüler sollen aber auch möglichst viel Präsenzunterricht erhalten. Das ist natürlich immer das vordergründige Ziel. Gremiensitzungen wie Elternversammlungen oder Schulkonferenzen können elektronisch abgehalten werden. Klar ist aber natürlich, und das steht auch nicht im Widerspruch zum Gesetzestext, zu unserem Änderungsantrag, dass Präsenzsitzungen immer Vorrang haben sollen. Das entspricht sogar der Intention des Ganzen. Wir wollen die Lehramtsausbildung natürlich garantieren, ihrem Fortgang und deshalb auch mögliche theoretische Abschlussprüfungen ermöglichen, dort, wo aufgrund der Pandemie keine Lerngruppen für Prüfungen zur Verfügung stehen. Wir bedanken uns ausdrücklich bei den Interessensvertretungen und Verbänden, die uns teils wichtige und richtige Anregungen mit auf den Weg gegeben haben, von denen wir einige in den Gesetzentwurf haben einfließen lassen. Wir ermöglichen mit unserem eigenen Änderungsantrag beispielsweise das Thema Querversetzung, das eben jetzt, wie bereits angesprochen wurde, auch noch Ende der siebten Jahrgangsstufe an den Realschulen und Gymnasien stattfinden kann. Wir haben geklärt, dass geheime Abstimmungen während elektronischer Sitzungen nicht zulässig sind. Wir ermöglichen bei Gremiensitzungen analog zu dem Vorgehensweise, die wir auch aus dem § 51a der HGO-Änderung kennen, Entscheidungen im Umlaufverfahren. Und wir reduzieren bei der gymnasialen Oberstufe an Gymnasien und beruflichen Gymnasien die Befristung des Anpassungsgesetzes vom 31.03. auf den 31. Januar 2021, damit die Abiturprüfungen nicht in den Befristungsrahmen hineinfallen. Alles in allem sind das sinnvolle Maßnahmen für die Schülerinnen und Schüler und die an den Schulen Beschäftigten. Und deshalb freuen wir uns, wenn dieses Gesetzespaket heute auf den Weg kommt. Und lieber Moritz Promny aus Michelstadt, das sind doch verbindliche Regeln. Ich weiß gar nicht, wo das Problem besteht. Das Gesetz wird auf den Weg gebracht, und sobald das der Fall ist, sind diese Regeln verbindlich. Weitere Perspektive, wie sieht die aus? Natürlich steht alles unter dem Vorbehalt des Infektionsgeschehens, aber die jetzige Ausweitung des Unterrichtsbetriebes ist wohl begründet, sowohl was die Erkenntnisse des Infektionsschutzes angeht, als auch was die zurückgegangenen Infektionszahlen angeht. Heute hat allerdings die Opposition ja auch interessante Vorschläge gemacht, beispielsweise zur Unterrichtsorganisation nach den Ferien, falls ein Unterricht noch nicht vollständig im Regelbetrieb stattfinden kann. Wir verschließen uns dieser Diskussion ausdrücklich nicht, sondern freuen uns da auch auf eine produktive Debatte im Ausschuss und nach den Ferien. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Diefenbach. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Dr. Lotz das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Schon wieder schließen wir einen Plenartag mit dem Hessischen Schulgesetz ab. Das wird sozusagen zur lieben Gewohnheit. Oh, das weiß ich besonders zu schätzen, lieber Kollege Degen. Werden wir bestimmt in dieser Legislaturperiode auch noch ein paar Mal das Vergnügen haben, wobei ich weiß nicht, ob das immer am Ende des Plenartags zu liegen kommen wird. Das werden wir sehen. Aber da wir diesen Gesetzentwurf ja schon zweimal behandelt haben, will ich jetzt auch nur noch einmal kurz das Wichtigste statuieren. Und das Wichtigste ist zunächst einmal, Zweck und Grenzen dieses Entwurfs noch einmal zu umreißen. Es geht ausschließlich darum, Abweichungsmöglichkeiten vom Schulrecht des Normalbetriebs zu ermöglichen. Deswegen soll dieser Gesetzentwurf rückwirkend ab dem 27. April 2020 greifen und ist im Wesentlichen auf den 31. März 2021 befristet.
Er stellt keinen Versuch dar, jetzt grundsätzliche Veränderungen mit dauerhafter Wirkung für die Zukunft vorzunehmen. Das schließt nicht aus, dass wir aufgrund der Erfahrungen, die wir gerade machen, möglicherweise einige dieser Veränderungen auch auf Dauer in Kraft lassen oder in Kraft setzen. Aber das ist etwas, da sollten wir uns nach dem Ende der Frist noch einmal in Ruhe damit beschäftigen, auch die Zeit für eine entsprechende Diskussion nehmen. Das war nicht etwas, was wir in dem jetzt notwendigen Eilverfahren sozusagen unbedingt mit unterbringen wollten. Und deswegen sage ich auch, es wird weitere Gelegenheiten geben. Und ich freue mich auch schon darauf, zu sehen, wie wir in diesem Hohen Hause beurteilen werden, wie sich diese Abweichungsmöglichkeiten, und ich betone auch noch einmal, es geht um Abweichungsmöglichkeiten, es geht nicht um einen Zwang, diese Abweichungsmöglichkeiten zu nutzen, es geht um Flexibilität, es geht um Öffnung, und dann schauen wir mal, wie davon Gebrauch gemacht wird und was sich davon dann als auf Dauer sinnvoll erweist. Das darf auch gerne bleiben, aber das ist heute und hier nicht der Ort und die Zeit, um darüber zu diskutieren. Der Gesetzentwurf konzentriert sich daher im Kern auf folgende Punkte, die das Ziel haben, dass keine Schülerinnen und kein Schüler infolge der Pandemie einen Nachteil in der Schullaufbahn erleidet. Es geht um das Absehen von Abschlussprüfungen, wo sie infolge der Pandemiesituation nicht mehr durchgeführt werden können. Es geht um den Verzicht auf zwangsweise Nichtversetzungen für dieses Schuljahr. Es geht um die Ermöglichung elektronischer Zusammenkünfte zu Beratungen dort, wo Präsenztreffen an Raumproblemen oder an der Zugehörigkeit zu Risikogruppen scheitern. Es geht um die Überlastung der Gesundheitsämter. Das will ich an der Stelle auch noch einmal statuieren. Wir haben das mit dem temporären Verzicht auf Einschulungsuntersuchungen nicht hineingeschrieben, weil wir plötzlich von Einschulungsuntersuchungen nichts mehr hielten. Ganz im Gegenteil. Aber wir müssen doch einfach der Tatsache ins Auge sehen und die Gesundheitsämter sagen, das ist im Moment nicht unsere erste Priorität. Das schaffen wir nicht. Dann können wir doch nicht die Einschulung von Kindern zurückstellen, weil wir sagen, dann müssen wir warten, bis die Gesundheitsämter die Kapazität wieder haben, sondern das muss doch auch unabhängig davon vorangehen können. Und auch im Rahmen der Lehrkräfteausbildung werden vorübergehend die normalerweise geltenden Standards dem Umstand angepasst, dass eben zeitweise keine Lerngruppen vorhanden waren, die für Lehrproben und praktische Prüfungen erforderlich sind. Und dazu kamen schon im ursprünglichen Entwurf abstützende Regelungen, z.B. zu der Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung einer Jahrgangsstufe. Und sie sind mit den beiden jetzt vorliegenden Änderungsanträgen ergänzt worden. Und da will ich mich auch noch einmal ausdrücklich bei all denen beteiligen, die in der notwendigen kurzen Frist hier in der Anhörung wertvolle Hinweise gegeben haben. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, wir hören ja auch zu, wir haben ja auch durchaus Punkte aufgegriffen von der Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direktoren an den beruflichen Schulen, eine besondere Rücksichtnahme auf die Abiturprüfungen 2021, von der GEW den Hinweis auf die Verlängerung der möglichen Gesamtdauer des Berufsschulbesuchs, vom Landeselternbeirat die Möglichkeit einer ausnahmsweisen Querversetzung auch in der siebten Jahrgangsstufe, vom Landkreistag die Ermöglichung von Entscheidungen der schulischen Gremien im Umlaufverfahren oder auch die Freistellung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst von praktischen Prüfungsabschnitten, wenn sie einer Risikogruppe angehören. Ich finde das gut, dass wir diese Hinweise bekommen haben. Die helfen uns auch an dieser Stelle weiter. Ich nehme aber auch ehrlich gesagt das relativ gelassen. Wenn bei einem Gesetzentwurf mit fast 200 Änderungsbefehlen am Ende noch 5 Änderungen hinzugefügt werden, die sich auch wirklich aufgrund der Hinweise in der Anhörung als sinnvoll erwiesen haben, dann ist das kein Zeichen für eine schlechte Qualität des ursprünglichen Gesetzentwurfs, vor allem nicht, wenn er unter einem solchen Zeitdruck erstellt werden musste, wie das hier in dieser Pandemie nun einmal der Fall ist. Zahlreiche weitere Anregungen, die im Rahmen der Anhörung vorgebracht wurden, sind nicht aufgegriffen worden. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund ist der, dass viele Punkte, die vorgebracht wurden, wenn man genau den Gesetzentwurf sich angeschaut hat, auch schon im Entwurf oder in den Änderungsanträgen berücksichtigt waren oder weil sie, wie beispielsweise die Bereitstellung digitaler Endgeräte, in einem anderen Gesetzentwurf aufgegriffen werden. Wir haben ja heute den auch bereits in erster Lesung beraten. Oder zweiter Grund, es handelt sich um größer angelegte Veränderungen, die wir eben nicht bei der Gelegenheit des vorliegenden Maßnahmegesetzes einführen wollten, weil das ausschließlich der kurzfristigen Krisenbewältigung dient, und das wollten wir nicht miteinander vermischen. Und da muss ich, liebe Opposition, schon auch sagen, auf der einen Seite zu sagen, also ihr überschüttet uns hier mit einer solchen Vielzahl von Änderungen und dann auf der anderen Seite als Kritik vorzubringen, dass alles noch viel zu wenig und es hätte eigentlich noch viel mehr geregelt werden müssen in dem Gesetz, das ist, sagen wir es mal vorsichtig, zumindest ein wenig inkonsistent, meine Damen und Herren.
Und deswegen sage ich auch ausdrücklich, ich finde einige Dinge, die in den dringlichen Anträgen von FDP und SPD enthalten sind, finde ich durchaus ja, spannend. Und ich unterhalte mich sehr gerne mit Ihnen weiter darüber. Ich unterhalte mich sehr gerne beispielsweise auch über die Qualifikation dessen, was wir unterrichtsersetzende Lernsituationen nennen, also diese Frage des digitalen Fernunterrichts. Und das verdient in der Tat eine ausführliche Beschäftigung damit an anderer Stelle. Ich darf Sie nur kurz auf die verabredete Redezeit hinweisen. Oh, okay. Ich wollte eigentlich jetzt noch zwei Dinge herausgreifen, Frau Präsidentin, die ich einfach nur noch einmal bekräftigen möchte. Der eine aus dem Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, wo ich mich sehr über die Ziffer 1 gefreut habe, über diese Begrüßung der Stellungnahmen der medizinischen Fachgesellschaften, die die öffentlichen Schulen für verantwortbar halten. Und da muss ich doch noch einmal eine Antwort auch auf den Kollegen Scholz geben, aber auch auf den Kollegen Degen. Ich gebe Ihnen die Maxime nach dem kategorischen Imperativ, nach dem wir hier handeln. Die Maxime ist eigentlich ganz einfach. Sie lautet, wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern so viel Bildung und so viel Unterricht, auch so viel Präsenzunterricht, wie irgend möglich und vertretbar geben. Aber, meine Damen und Herren, wir können doch nicht die Augen davor verschließen, dass die Einschätzung der pandemischen Lage durch die Gesundheitsexperten, durch die Mediziner einfach die Voraussetzung dafür ist, um zu bestimmen, was wir davon umsetzen können. Aber es ist eine rein bildungspolitische Zielsetzung. Es geht mir darum, so viel Bildung wie irgend möglich durchführen zu können, so viel Bildung wie irgend möglich an unsere Schülerinnen und Schüler herantragen zu können. Nur da müssen wir uns in der Lage der Pandemie einfach auch nach den medizinischen Anweisungen richten. Wenn die sich ändern, dann kann und muss man auch auf diese Änderungen reagieren. Und schließlich als allerletztes abschließende Bemerkung. Ich glaube, zu den Erfahrungen aus der Krise gehört auch, wie wichtig gerade für das soziale Lernen, aber über weite Strecken der Schullaufbahn auch für die kognitive Stoffvermittlung der persönliche Kontakt der Schülerinnen und Schüler untereinander und zu ihren Lehrkräften ist. Deswegen habe ich mich auch im Antrag von SPD und LINKEN über die Ziffer 5 gefreut, wenn Sie da schreiben, das Lernen aneinander und miteinander in der Schule kann durch keine Digitalisierung ersetzt werden. Nein, wir brauchen beides. Wir brauchen auch nach den Sommerferien beides. Und wie wir das genau austarieren, das werden wir sicherlich an anderer Stelle noch miteinander diskutieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Dr. Lotz. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deswegen kommen wir zur Abstimmung. Zunächst über den Änderungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit der Drucksache 20/2984. Wer dem Änderungsantrag zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der LINKEN und der SPD und der Freien Demokraten. Damit ist der Änderungsantrag angenommen. Und ich komme zur Abstimmung des so geänderten Gesetzentwurfs in der Fassung der Beschlussempfehlung. Wer diesem seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der Grünen und der CDU. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der LINKEN und der SPD und der Freien Demokraten. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und wird zum Gesetz erhoben. Dann, genau. Kann man auch mal klatschen. Die Tagesordnungspunkte 7 und 8 beraten wir weiter im KB. Abschließen? Abstimmen? Abschließen. Gut, dann stimmen wir über den Tagesordnungspunkt 7, dem Antrag der Freien Demokraten mit der Drucksache 20/2985 ab. Wer dem seine Zustimmung erteilt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der CDU und von BÜNDNIS 90 die Grünen. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der AfD, der SPD und der LINKEN. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann kommen wir zur Abstimmung des Dringlichen Antrags mit der Drucksache Nummer 20/2989 von SPD und der LINKEN. Wer dem seine Zustimmung erteilt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der LINKEN, der SPD. Wer enthält sich? Niemand. Wer ist dagegen? Das ist die Frage. Ich habe nach Enthaltung gefragt, da hat sich niemand gemeldet. Doch, gut, das war dann die Fraktion der Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD, der CDU und von BÜNDNIS 90 die Grünen. Damit ist auch dieser Antrag abgelehnt. Damit sind wir am Ende der Tagesordnung angekommen. Ich wünsche allen noch gute Beratung im Rechtspolitischen Ausschuss, direkt im Anschluss in 501a und in den 45 Minuten
tagt dann der Sozialpolitische Ausschuss. Allen anderen wünsche ich einen schönen Abend.